So, und jetzt wird's ernst, oder was? Was? Lass doch jetzt weiter aus dem Spiel. Der war schlecht. Ach, Mann. Ja, nee. Ich glaube, da kommt jetzt noch eine Vorbereitungsmission und dann wird's ernst. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Hey Filmseite, wo steht denn dein Wagen? Schöner Regen. MMI, we expect the unexpected. Kohle, ich hab doch nur im Regen gespielt. Ey, yo, da liegt Kohle! Hätte mich auch was einer überfahren, unfassbar. Was? Kohlebruch? Ich hab leider was eingesetzt, dass ich doch nicht kann. Das ist nicht dein Ernst. Du hast nicht allen Ernstes in meine Karre getreten. Nein, würde ich niemals sagen. Oh, hier kann man was kaufen. Ja, ist noch eine Vorbereitungsmission. Wir müssen die EMP ins Labor bringen. Oder ins Nähe des Labors, was er sagt. Hey, was soll das denn? Du wolltest gerade über mein Auto rüberfahren, oder? Ja. Das ist nicht gerade ein Zeichen deiner Zuneigung mir gegenüber. Da ist ein Spieler. Ich glaube, der will dich gleich wegsnacken. Soll ich dir doch erzählen? Dann nehmen wir lieber hier die Einladung an. Der hat sich gerade dahin teleportiert. Der ist gerade im Ladebildschirm. Ich hab's genau gesehen. Da ist schon jemand wieder krank. Ich hab Jon. Ja. Also ich würde sagen, du siehst ja mit zombiehaft aus. Was müssen wir machen jetzt? Wir müssen den einen gepanzerten Wagen müssen wir jetzt quasi zum Labor bringen, damit wir ihn verzünden können. Ah, mit EMP. Thank you.
wenn möglich, bitte, wenn... Sonntag? Immer wieder sonntags. Wieso wegen dem Sonntagstag hier, oder? Ja. Du musst auch mal aufhören, den Fußdauer vom Gas zu nehmen. Dann fahr du. Das ist jetzt voll das Gummi nur hin und her, man weiß jetzt, er fährt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wer fährt jetzt. Ich glaube Alex. Ja, es ist Alex. Also gut, können wir noch F drücken. In meinem Wagen wäre ich über alle Autos drüber gefahren. Ja, toll. Ein richtiger Käfig. Er hat die Bremse benutzt, ich hasse es nicht. Ja, hier ist doch Überholverbot. Das kann nicht sein. Das ist jetzt wieder jetzt, oder? Winterloop. Durch die doppelte Linie, Überholverbot. Selbst hier drin. Das Ding kann man auch nicht so leicht eindrücken. Das ist ja richtig mit Stahl ausgekleidet. Ja, und gleich vor einmal einer drin und dann sieht das aus wie so ein Ballon. Voll, wenn du gleich hörst. Noch die Frage: Ist gerade jemand auf dem Ort? Was machst du da, Bier? Ich mach. Der keult sich ein! Was? Das hat mich jetzt gerade irritiert. Ich habe mich auch wieder in der Mitte sitzen würden. Seht ihr das auch? Ja, neben dir sitzt der. Ja, ich sehe das auch. Ja. Wie kannst du mal aufhören damit? Ja, du lachst, du kriegst es nass. Irgendwas stimmt mit euch beiden heute nicht. Wirklich lange, wirklich lange. Ja, ja, große Rakete. Unfassbar. Mein Gott, meins. Du bist mit Vollpunkt unterwegs. Ja. Hey, ich hab Punkte bekommen. Wir fahren mit anderen Spielern. Nein, 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 nein. Ich glaub das nicht, ey. Unfassbar! Oh Gott, oh Gott. Ich bloß mit meinem Auto gefahren. Ich kann jetzt trampen oder was machen wir jetzt? Ich will jetzt versenken die Karre. Er versenkt die Karre, ich glaube es nicht. Ja, glaube ich. Ah, scheiße! Du weißt, dass da hinter dir ein Weg war? Ich steig mal aus, ne? Ja, funktioniert im Auftauchen. Ich sag dazu mal jetzt mal nichts, ne?
Schön, ich kann doch mal senken. Das ist nicht was ich. Ist es mindestens sauber, was? Es ist wie. Hier, wie heißen die? Die Olsenbande. Ja, und ich, der da nichts zu kann, der ist da mit Angst. Wollte nicht, dass hinter uns eine Straße nach oben gewesen wäre. Oh. Nein, wir fahren erstmal ins offene Meer. Da steht eine Karre. Das ist die, die wir mit runtergedrückt haben. Ach, ich habe das alles nur für Föhnwelle gemacht. Dass A, sein Autobahn gewaschen wird und B, Raffi sich mir über sein Fahrstil beschwert. Super, dafür ist meine Karre jetzt wieder einmal. Ist nicht also, seine Karre kommt hier nicht drauf, oder was? Kommen hier überhaupt Autos vorbei? Ich hab eins. Ich auch. Schön, Lederklamotten, schön eng. Und durch das Wasser noch enger, toll. ich bin wieder auf der Straße. Wir auch, und zwar mit Auto. Nee, ich fahr jetzt schon wieder mit dem Irren hier. Wer ist hier? Der das andere Auto versenkt hat. Das war Föhne. Kannst du fahren? Sein Namen. Name dran. Hallo, wir müssen wo abbiegen. Ich weiß, aber ich wollte nicht nachfragen. Wo bist du da abgebogen? Oh, jetzt beschwert sich noch einer über meinen Fahrstil, echt. Ey, es ist keiner gestorben. So, rapp ich jetzt mal. Ja, zu spät. Nee, doch, ich hab's Glück gehabt. Was müssen wir jetzt machen? Ins Labor. Hey, hinten haben wir irgendwas, was sich dreht und blau ist und leuchtet. Achso. Hören wir uns zu verlassen, wenn wir hier da. Also jetzt sind schon zwei Wattschungen an meinem Haus vorbei. Sonst kein anderer da in der Nähe? Dann ist es seltsam. Mm-mm. Keine Ahnung, ob es höher gestellt ist. Ich gehe immer über die Dings rein. Die linke Seitentür ist dreckig. Was ist Taschentuch dabei? Da braucht man mehr als nur ein Taschentuch. Das ist ein richtiger Flatschen. Unfassbar, das unzerstörbare Schild. Das wird eine richtige Mission Impossible Mission. Schön dramatisch im Regen, dunkel. Lass das Ding aus der Hand, Alter. Was?
mache ich immer so eine komische Geste, ne? Wenn ich mir anschaue, wenn ich spreche. Dann tippt er so irgendwie so vor sich hin. Bei den starken Regen müsste eigentlich die Leute wieder sauber sein. Was da? Unbewaffneten Lärm? Sollen wir jetzt sagen, ausschalten oder was? There are multiple Meriwether guards between you and the bay. The bay is near the main switchboard for the facility and its primary generator. Mit Auto? Ja, klar. Wenn andere fahren, ich hab Sniper mit. Ich hab Sniper mit links und Schalter vor. Schleichen. STG. Oh. Oh, da haben wir ein Problem. Da ist ein Wagen mit einem Dings oben drauf. Pendings oben auf. Der Wagen fährt raus. Echt jetzt? Wir haben gesehen. Sind da wirklich sneaky rein? Wieso nicht? Hauptsache, wir brauchen nicht nochmal die ganze Fahrt machen. Das wird lustig.